Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier. Sonntag, 16 Uhr, STM-Time. Und ja, zweites Rennen an der Avus in Berlin. Und Rennen 1 war ein komplettes Desaster für Opel, weil Jake ja auch in die Punkte gekommen ist. Und für den Beißler, der hat das Auto nämlich richtig kaputt gemacht. Da mussten sie komplett die Aufhängungseinheiten austauschen. Ja, wie war das Rennen vom Beißler? Er schafft es immer noch nicht mit der sauberen Rennen. Also das muss jetzt Ziel sein für 2016, dass es endlich mal schafft, die Bremspunkte zu treffen. Diesmal hat es den Fuxi erwischt. Nochmal ein Big Sorry an den Fuxi. Man hat zwar in der Wiederholung gesehen, dass ich schon gebremst hatte, aber nicht früh genug. Und deswegen bin ich dem Renault vom Fuxi drauf. Und da hat der Fuxi schon ein Gespräch geführt, noch am Abend, mit dem Beißer und hat ihm gesagt, wenn wir nächstes Jahr in einer Marke fahren sollten, dann darfst du sowas nicht mehr machen. Sonst bist du ganz schnell raus bei Renault. Und auch mit Opel Teamchef musste er zum Rapport antreten, weil es ja nicht das erste Mal war. Und der hat ihm auch klar gemacht, dass wir das nicht mehr sehen möchten. Der Kenny hat sich natürlich auch geäußert, hat gesagt, das ist typisch Beißler, dass der überhaupt hier mitfährt. Der sollte eigentlich in eine Rollatormeisterschaft, der Beißler. Da kann er weniger kaputt machen oder ins Kegelfußball. Also der Beißler hat keine guten Kritiken. Der Champ hat auch gesagt, ja, er muss noch viel lernen, sonst wird das nix. Sonst wird er zum Pastor oder zum Romar und das ist dann nix mehr. Wir gehen jetzt erstmal in die Rennüberwachung und schau uns mal die Startaufstellung an. Wir sind natürlich wieder Letzter, ganz klar. Und wir drehen mal das Ganze, liebe Zuschauer. Können wir doch ein bisschen anzoomen. Sinan Demirbas aus München. Achter geworden gestern, hat heute die Pole. Und ja, Sinan hätte wieder gut gefahren. Denn Novien hat zwar lange Zeit mitgehalten, aber ist überrundet worden. Am Ende habe dann Bergmann und Demirbas die Punkte geholt. Aber auch wieder nur 4 Punkte für Audi. Das ist zu wenig. Und da hat Wolfgang Ulrich gesagt, das ist eine Enttäuschung. Man ist jetzt bei 42 gammligen Punkten angekommen und hat überhaupt keinerlei Chance, noch Opel oder sowas anzugreifen. Also selbst Platz 4 ist schon so gut wie unmöglich. Neben ihm ist aber Niklas Luger und der hat auch enttäuscht bei Honda. Man hört schon Gerüchte, dass er Honda verlassen muss. Audi würde ihn gern aufnehmen. Und zwar mit dem Novien zusammen in einem Team, weil die sich ja sehr gut verstehen. Und Linus Hartmann ist dafür im Gespräch bei Honda, aber auch ein Juniorpilot aus der Formel 3 ist im Gespräch, nehmen wir Stefan Haselmann ist im Gespräch aus Erfurt. Er ist auch im Gespräch, er ist momentan Meisterschaftszweiter in der Formel 3 und er hat eine Chance, das Luger-Cockpit zu übernehmen. Also da ist man noch in Verhandlungen, dass man schaut, wer kriegt welches Cockpit. Der Niklas Luger könnte zu Audi wechseln, das könnte passieren. Bergmann auf der 3. Ja, Rocky muss auch abliefern. Aber wenn wir uns die Matze angucken, hat es der Rocky besser gemacht. Der hat nämlich schon Punkte auf dem Konto. Aber Audi zu schwach. Bergmann hat selber noch gestern Abend gesagt, die Performance über die Saison hinweg war einfach nicht, wie wir uns das zum Serienstart und zum Saisonbeginn erhofft haben. Wir sind hinter den Erwartungen. Das muss man auf unsere Kappe nehmen. Ja. Vierter der Kenny. Der Kenny hat jetzt 4 Punkte aufgeholt auf der Beißler, denen nur mehr 6 Rückstand. Wenn der hier unter die erste 3, 4 fährt, dann ist der auch noch auf ein, zwei Punkte am Beißler dran, auch am Weko. Also der Kenny hat zwar noch kein Rennen gewonnen, kann aber hier auch schaffen. Sensationell, es wäre ja krass, wenn er Kenny Meister wird, ohne ein einziges Rennen hier gewonnen zu haben. Auch sowas kann hier vorkommen. Yannick Le Gall. Starkes Rennen gehabt, aber er holt Punkte für Renault, aber die Markenmeisterschaft ist eigentlich fast schon entschieden. Denn ja, wieder zwei Hondas, wieder drei Hondas in den Punkten gewesen oder zwei Renaults, das ist natürlich bitter. Neben ihm steht Marco Schwarzenbacher, der kämpft noch um den Sitz bei Renault. Le Gall dürfte gesetzt sein an der Seite von Michael Beißler in dem grünen Nescafé
Wagen, dass die beiden das Team bilden und dann bleiben noch zwei Cockpits übrig. Cortez hat das Angebot zur Vertragsverlängerung um 2 Jahre, aber auch ein Angebot von Audi. Und jetzt wartet man ab, was Cortez macht und je nachsprechend entscheidet man dann, wer das letzte oder auch die vorletzten Cockpit. Schwarzenbacher hofft, dass er bei Renault bleiben kann. Ist aber auch bei Audi und BMW im Gespräch und sogar bei Alfa Romeo sollten die noch ein paar Fahrzeuge haben, auch im Gespräch. Joker, der wird wohl bleiben bei Honda. Siebter wird wohl auch für das Norway-Team im nächsten Jahr antreten. Denn damit hat es gut harmoniert und er hat ja auch schon immerhin eine Renne gewonnen und auch schon wieder aufs Podest hier geschafft. Also auch Joker könnte sich nochmal ranrobben am Ende. Achter wird dann Veeco Meier. Und der Veeco, der braucht nur Sechster werden, dann ist er der neue Tabellenführer dieser Rennserie. Und dann kommt es zu seinem Heimspiel in dem Sinne, nämlich in einer Woche am Hamburg Harbour heißt der Circuit. Hamburg Harbour Circuit. Und am Hamburger Hafen eine Strecke zwischen den Containern durch. Das ist auch mal so eine richtig rustikal spezielle Atmosphäre dort. Aber Tickets ausverkauft. Also es gibt nichts mehr. Auch das Finale in Spa ist jetzt seit heute ausverkauft. Also die STM hat Zuschauer gelockt. Und der Veeco, der könnte noch Meister werden. Dahinter Alex Huben. Auch der hat jetzt wieder mal eine bessere Chance zu Punkte, weil er einen guten Startplatz hat auf den 9. Vor Erwin Imamovic, Champ 92. Ja, der war froh, dass der Beißler ihn mal nicht getroffen hat. Und auch er hat eine Punktechance. Beide zusammen stehen sie vor Linus Hartmann. Der steht kurz vorm Gang zu Renault. Renault möchte ihn auch gerne der STM bei sich haben. Und hat ja auch schon eine Renne gewonnen, der Linus Hartmann. Also der hat sich schon bewiesen dafür. Dann Jake Eberhofer, der sollte in die Punkte kommen, um auch am Beißler dran zu bleiben. Noch ist der Beißler Stand jetzt Tabellenführer, aber das kann sich nach dem Rennen dann ändern. Johannes Mehles auf der 13, Valvoric auf der 14. Ich glaube, Valvoric könnte so langsam, sollte er heute wieder nicht in Punkte kommen, dann kann Valvoric die Meisterschaft für dieses Jahr schon mal abschreiben. Denn dann wird er keine Chance haben, in diesem Jahr Schweizer Tourenwagenmeister zu werden. Genauso wie Niklas Bagger, der Teamkollege vom Kenny auf der 15. 16 Gilbert Grün, der fällt jetzt auch so langsam raus, der Gilbert. Der sollte nochmal punkten, denn der hat jetzt doch recht stark ausgesehen. Aber jetzt ist Veeco der neue Honda-Verfolger, gefolgt dann auch vom Kenny und Grün, aber. Der Grün muss sich jetzt wieder ein bisschen strecken, dass er wieder was erreicht. Marcel Pelz vor Carlos Cortez, der glaube ich in der Meisterschaft nach diesem Wochenende, denke ich, nie mehr so viel zu tun haben wird. Aber auch ein Rennen gewonnen. Ein starker Pilot und nicht umsonst will Audi ihn unbedingt haben und Renault ihn gern behalten. Nurwien Amani, der hatte schlechtes Rennen dann gehabt nach dem Boxenstopp und kam dann nicht mehr zurecht. Hat auch mit der Schikane Probleme gehabt. Matze Schweizer, direkt hinter Nurwien Amani. Ich für den Matze ist die Saison gelaufen und wahrscheinlich auch die Zeit bei Audi schon vorbei. Es gibt ja Gerüchte, dass man ihn dann zu Alfa Romeo holen möchte, ins Gerner Champ Team. Sollte das Team wirklich zu Alfa wechseln, weil Schweizer fährt ja 2016 in der Grand Prix 4 Saison. In der Grand Prix 2 Saison 4 für Ferrari jetzt. Und da ist es naheliegend, dass man der STM dann für die Konzernschwester Alfa Romeo fährt, also für die Schwestermarke. Von daher ist das durchaus denkbar. Patrice Chirac, auch er bangt um ein Renault Cockpit, aber gegenüber Schwarzenbacher sieht er schlechter aus. Also die Chancen stehen eher bei Schwarzenbacher, ein Renault-Cockpit zu kriegen, als bei Patrice Chirac. Fuxi, aber Chirac auch ein Opfer vom Beißler gestern gewesen. Fuxi natürlich in der Startrunde brutal weggeschossen. Nochmal ein big, big sorry dafür, Fuxi, an dich. Das war keine Absicht. Aber der Beißler wird sich strecken müssen, denn er ist hier auf dem letzten Platz und. Ja, Platz 8 ist das, was eigentlich nur machbar ist, mehr nicht. Und deswegen sage ich mal, gehen wir mal in die Sitzungsinfo. Trocken ist vorhergesagt, das ist schon mal gut ins Fahrzeugsetup.
30 Runden werde gefahren. Da tanke ich mal für. Da tanke ich mal ein bisschen. Da tanke ich mal genau für die 30 Runden. Hab dann hinten Slicks und vorne Slicks. Das ist schon mal gut. Und wir gehen mal in die Boxenstopp-Voreinstellung an der Avus. Und dann brauche ich ja eigentlich kaum noch Sprit fasse. Vielleicht nehme ich mal so 10 Liter noch mit, sicherheitshalber. Und dann ist es okay. Und dann ziehen wir die Racing-Handschuhe an und dann hoffen wir, dass der Beißler wenigstens einen Punkt mitnimmt und ein normales Rennen zeigt. Was ich aber wohl eher nicht glaube, dass das der Beißler kann. Ich wünsche schon mal viel Spaß. Rennstart. Rennen Nummer 2. Gesamtrennen Nummer 12. Nehmen wir nochmal die Startaufstellung in der Einblendung der internationalen TV-Regie. Boxenstopp-Voreinstellung ist auch da. So, stehender Start. Vielleicht liegt das dem Beißler mehr. Die Ampel auf Rot. Dann sind die Ampel auf Grün. Und wir sind gestartet zu Rennen Nummer 2 hier in Berlin auf der Avus. Beißler versucht sich jetzt gesittet zu starten. Natürlich eng hier die Strecke. Wieder für den Rennbetrieb aufgerüstet wurde. Beißler, oh, da gibt's ganz arg hier Cortez. Oh, da behindert sich Eberhofer, behindert da Cortez. Beißler kann da durch in der Startrunde. Da gab's eine Kollision, die nicht vom Beißler ausgelöst wurde. Beißler kann die Schikane ja nicht vollfahren, liebe Zuschauer. Platz 14 im Moment. Ein gesiedeter Start gehabt, der Beißler, aber noch nicht in der Punkte. Boxenstopp-Fenster geht in der 10. Runde, geht bis zur 23. Ja, eine kurze Strecke. Ja, muss auch im nächsten Jahr im Kalender, auch wenn das nicht Beißlers Lieblingsstrecke fahrerisch ist. Trotzdem ausverkauftes Haus, die Fans freuen sich, dass man hier Rennen fährt. Luca Kenny, Demir Bas, Dreikampf um die Spitze momentan. Le Gall hält den letzten Punkt, Veco hat einen schlechten Start gehabt. Das hilft natürlich jetzt dem Kenny und dem Beißler. Natürlich nicht dem Eberhofer. Oh, Beißler geht da hart gegen den Eberhofer. Muss da eine Position einstreichen. Oh nein, nicht in die Wand! Oh je, da hängt da schon wieder der Beißler. Eieiei, die Strecke wird er nie mögen. Hängt schon wieder in der Wand, der Beißler. Er müsste ja noch eine Taste fürs Runterschalten. Ich glaube, das Getriebe vom Opel schaltet nicht automatisch runter. Richtige Positionsverschiebungen erlebe mal. Ja, schon wieder gestriffen, schon wieder gestriffen. Das ist nicht das Rennen des Michael Beißlers. Also das ist auch nicht das Wochenende des Beißlers. Der kriegt dann ein bisschen abgeladen. Der muss wirklich hoffen. Aber das Problem ist die Schikane. Das Problem ist, der muss in eine Schikane einmal lupfen. Also die Schikanen, das ist das, was er gesagt hat. Die Schikane werde uns töten. Und das ist auch so. Er kommt nämlich mit dieser Strecke überhaupt nicht zurecht. Da ist er ja in Sion noch besser zurechtgekommen. Ja, kann auch nicht folgen. Das gibt einen kompletten Nuller für Opel und für Beißler. Da kann Audi aufholen. Veco auch noch neunter. Ja, das ist ja wechselt. Bäumchen wechselt. Ich spiele in der ersten Kurve immer. Beißler ist jetzt schon so weit zurück, dass er jetzt schon wieder fast keine Chance hat. Das Feld zieht sich unglaublich schnell zusammen. Kenny führt! Kenny führt das Rennen an. Er würde 4 Punkte vom Beißler jetzt die Meisterschaft anführen. Nächste Woche sind wir in Hamburg.
Kenny hat noch kein Rennen gewonnen. Das könnte heute sein. Novien ist noch hinterm Beißler. Beißler versucht auf jeden Fall so spät wie möglich den Pflichtboxenstopp zu machen, sofern er seine Aufhängung aufhält. Die ist kaputt. Er hat auch gesagt, die wird nicht repariert. Er will die Zeit beim Boxenstopp sparen. Also Beißler sagt, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Entweder kachel ich hier weg, krieg keine Punkte oder ich krieg vielleicht noch einer. Schweizer jetzt da am Beißler vorbei. Der wird durchgereicht. Michael Beißler kommt auf der Abus nicht zurecht. Kann er jetzt Schweizer attackieren? Boah, Schweizer eng. Luca auf der 2. Hat aber Schweizer wieder kassiert. Innen durch. Matze Schweizer. Also Beißler wird Runde um Runde jetzt zurück gekachelt. Und wieder, ja, jetzt ist jetzt der Fuchsi durch. Ja, Beißler kann das Auto nicht steuern. Also heute ist da, heute habe ich das instabilste Auto der gesamten Saison, muss ich ehrlich sagen. Da geht gar nichts. Da war mir der Sachsenring dann doch lieber. Da konnte man ein bisschen mehr bremsen. Also da bin ich am Sachsenring besser zurechtgekommen. Aber das heute ist eine Katastrophe. Das war es auch gestern schon. Ja, die werden mich auch überholen. Meles, Cortez und Pelz. Auch sowas muss es mal geben. Punkte sind jetzt nur noch drin, wenn man das Auto nicht ganz verrotze. Oh nein! Oi, oi, oi. Punkte sind hier überhaupt nicht mehr drin. Oh ja, jetzt ist die Aufhängung total im Eimer. Führungswechsel. Oh Mass, jetzt führt Luca. Kurz hat Le Gall mal geführt. Also, da ist ein richtiges Battle um die Spitze. Der Sieger steht ja. Jetzt Auto jetzt unfahrbar mittlerweile. Wieder voll an die Reifenstapel gekachelt. Oh ja, das Auto ist unfahrbar. Beißler will sich aber ins Boxenjobfenster retten. Wird aber keine Punkte mehr holen können, da er dann überrundet wird bis dahin. Why? Oh je, Beißler! Chirac getroffen gehabt, aber er verliert immer mehr. Und wieder hängen geblieben. Das Auto lässt sich nicht steuern, liebe Zuschauer. Beißler will aber nicht so früh aufgeben wie gestern. Heute hat er erst recht weniger zu verlieren als gestern. Sektor 1, gelb. Da haben sich auch ein paar in der Schikane gelegt. Schwarzenbacher war da getroffen. Beißler kann nicht mehr lenken. Und da wird er gleich überrundet, der Michael Beißler. Ja, der Opel ist jetzt instabil, also jetzt das Auto nicht mehr fahrbar. Aber Beißler will noch nicht aufgeben so früh. Hat jetzt schon mal mehr als gestern gefahren, aber das ist nicht Beißler-Strecke. Eberhofer ebenfalls außerhalb der Punkte. Es wird ein Führungswechsel geben, liebe Zuschauer. Und so wie es aussieht, ist Kenny dann der Meisterschaftsführer. Na, ist jetzt nur mehr Vierter. Schwarzenbacher steht da. Champ auf der 5, Weco jetzt auf der 8, Weco jetzt einen hinterm Beißler. Boah, der Beißler hat sich da mit aller Gewalt jetzt durch die Schikane wuchtet. Also er gibt noch nicht auf, der Beißler fährt noch. Niklas Luga. Ja, der kann ja nicht mal auf Platz. Niklas Luga, das wird jetzt spannend.
Lukas schiebt den Beißler da an, macht sich da den Platz. Dem Mirbas, da müssen wir jetzt mal angucken, was hier der Beißler angestellt hat. Denn da hat Luga jetzt die Führung verloren. Wir gucken mal auf Niklas Luga, liebe Zuschauer. Gehen wir ins Analyse-Tool kurz rein. Das kann man hier, habe ich einprogrammiert. Der hat den Beißler ein bisschen angeschoben. Man sieht hier, wie unstabil der Beißler hier wackelt. Der fährt ja, als wäre er betrunken. Er kann das Auto überhaupt nicht mehr kontrollieren. Oh, hier hat Luga einen Dreher gezwungen. Le Gall knallt drauf. Kenny jetzt Zweiter. Champ da vorbei. Oi, oi, oi. Das war gar nicht gut hier vom Beißler. Der hat hier tatsächlich... Und der Kenny! Der hat hier tatsächlich den Luga wieder um was beraubt. Der Mirbas führt jetzt. Kenny ist Zweiter. Da würde er 8 Punkte aufholen. Da wäre er 2 vom Beißler. Und wäre dann auch am Weko dran. Nein, da wäre er 2 vom Beißler und 2 vom Weko. Da darf er dem Kenny nicht drauf. Das hat er gut gemacht. Le Gall. Oh, der Beißler kriegt die Kurve nicht mehr. Alex Huben, Hartmann. Oi, oi, oi. Beißler wird überrundet. Das ist hier absolutes Chaos. Oh, der Beißler! Was für ein brutaler Unfall! Aus für der Beißler! Unfall! Was für ein brutaler! In der Schikane fliegt er ab! Haben wir da eine Wiederholung? Wie ist das passiert? Schwerer Unfall von Michael Beißler in der Schikane. Die erste kommt da noch durch, aber die letzte... Oh, brutal wird da auch vom Hartmann abgeschoben. Das müsste Hartmann gewesen sein. Das müsste Hartmann gewesen sein. Mal hier von vorne das Design hier. Mal gucken, was da war. Beißler fliegt über die Schikane. Oh, fliegt dem Hartmann vors Auto. Wir gucken sonst noch einmal den Unfall aus der Sicht vom Beißler an. Ja, der steht hier. Ist benommen, liebe Zuschauer, der Beißler. Ist benommen. Das war ein heftiger Impact, den er da gehabt hat. Wir gucken uns das noch einmal an aus der Sicht vom Beißer von vorne. Ja, der Hartmann. Boah. Oi, oi, oi. Das ist das Aus. Das sollte Beißler wohl nicht mehr fahren, liebe Zuschauer. Oh, Beißler fährt tatsächlich noch. Beißler ist wieder wach. Beißler ist wieder da. Kurz benommen, leichter Schock. Fährt jetzt aber tatsächlich wieder. Also das sah nur so aus, als ist der benommen, der Beißler. Der hat kurz geschockt und hat dann... Ja, kannst du aufgeben. Beißler ist raus. Beißler kriegt's nimmer, da ist was Schwereres. Beißler winkt auch schon aus dem Cockpit. Beißler hat eine größere Verletzung. An der Hand zeigt er was an, der Beißler. Also aus für Michael Beißler. Nach 20 Minuten 9 gefahrene Runden. Und wer ist ihm da jetzt drauf gekachelt? Der Demirbas! Nein, Michael Beißler, was macht der da? Der stellt das Auto noch so bescheuert ab. Das kann doch nicht wahr sein. Sinan Demirbas hat das Rennen angeführt. Hätte ja auf die Sensation. Und was passiert hier? Wir schauen uns mal aus der TV-Cam an.
Da steht der Beißler! Nein! Der Beißler steht da so unglücklich! Und da sind noch andere getroffen worden. Luger kam nicht vorbei, Kenny. Und das ist das Aus, liebe Zuschauer, für den Beißler. Und wir haben eine Sensation. Chaos hinter dem Mirbass. Kenny ist an die Box abgebogen. Der hat die Aufhängung beschädigt. Zieht den Boxenstopp vor. Und Marco Schwarzenbacher gewinnt sensationell im Renault das Rennen. Champ wird Zweiter. Valvoric 3, Sinan auf der 4. Das spielt natürlich den Beißler in die Karten, denn keiner der Mannschaftsführenden holt entscheidend auf. Der Kenny wird Siebter. Michael Beißler ist im Medical Center, hören wir. Also der konnte da das Auto abgestellt, hat über Kopfschmerzen geklagt, Michael Beißler. Konnte seine Hand nicht mehr bewegen, also deswegen konnte der das Auto auch nicht zur Seite fahren. Aber Demirbas sah es zu spät, das hätte der Sieg sein können von Sinan Demirbas. Michael Beißler ist im Medical Center, liebe Zuschauer, muss ärztlich untersucht werden. Also das ist das Ende, das tragischere Ende dieses Wochenendes. Marco Schwarzenbacher hat das genützt. Kenny hat's noch mal, musste noch mal eine Runde fahren mit ledierter Aufhängung. Musste dann in die Box. Dann hat es länger gedauert. Da waren noch einige involviert. Luger hat länger gestanden. Demirbas und Schwarzenbacher holt sensationell durch den schnelleren Stopp den Sieg. Und damit hat er Chance auf den Verbleib bei Renault geweckt. Sollte Carlos Cortez zu Audi gehen. Das ist schon mal klar. Champ stark auf Platz 2. Das ist natürlich gut gegen Honda und es sagen auch gegen Opel, denn die standen mit einem Nuller da. Und da hat BMW sich weiter von Opel abgesetzt. Valvoric auf der 3, 6 Punkte hat auch er aufgeholt. Er war auch 13 hinter Beißler. Jetzt sind wir 6, macht 7 Punkte. Müsste jetzt auch wieder dran sein. Sinan Demirbas kann am Ende ganz knapp verpasst er noch das Podium. Ja, durch diese Beißler-Geschichte. Aber der Beißler war benommen. Da müssen wir ihm die Schuld rausnehmen. Der hatte das Auto nicht mehr lenken können. Der konnte nicht mehr fahren. Musste ja auch vom Medical Car aus dem Auto geborgen werden. Der Opel hat sie dann nochmal rübergeschleudert auf die andere Seite. Aber man hat es dann Gelbflagge und das Feld vorbeigewunken, eine Slow Zone eingerichtet und die hat Schwarzbacher und Cem geholfen. Luger wird Fünfter am Ende. Ja, da hat der Beißer zuvor schon beim Überrunden den Luger aufgehalten. Auch da gab es Diskussionen danach. Grün 6, Kenny durch diese unglückliche Situation, denn er ist nämlich an dem Mirbas vorbei, hat den Beißler aber gestriffen, der da regungslos das Auto nicht mehr bewegen konnte. Regungslos fast drin lag. Und damit hat Kenny durch diese Aufhängungsschaden den Sieg verloren, denn er hätte ja auch gewonnen. Und Alex Huben hamstert sich mal wieder einen Punkt. Das ist natürlich super. Neunter wird Joker, 10. Johannes Mehles, 11. Le Gall. Ja, Le Gall war nämlich da auch in diese Kollision mit involviert, auch in Demibas reingedonnert. In diese Geschichte da in der Nordkurve. Dann Hartmann Wekomeyer, auch er ist da reingedonnert. Dann Matze Schweizer, Rocky Bergmann, Marcel Pelz, Niklas Bagger, Jake Eberhofer, also ein total Blackout von Opel an diesem Wochenende. Patrice Chirac, Novin Amani, Fuxi LP, Carlos Cortez und ja, wir wissen immer noch nicht, wie es Michael Beißler geht. Offiziell mit Aufhängungsschaden ausgefallen, hat aber einen schweren Unfall in der Schikane. Im Medical Center ist aber bei Bewusstsein alles gut. Wir gehen mal ins Ergebnis und da hat Schwarzenbacher eine richtig dicke Ausbeute. Einmal Dritter, einmal Erster. Auch er trägt sich in die Siegerliste ein. Also wieder zwei neue Sieger mit Weko in Rennen 1 und Schwarzenbacher in Rennen 2. Und ja, Markus Schwarzenbacher. Das wird interessant.
16 Punkte. Ist auch er jetzt wieder im Meisterschaftsrennen. Weko bleibt die 2 hinterm Beißler. Champ 8 Punkte, Joker 8 Punkte aufgeholt, auch auf der Beißler. Dann Luca 6 Punkte auf der Beißler aufgeholt. Demirbas. Kenny hat jetzt insgesamt 6 Punkte aufgeholt. 10 war der Rückstand. Also auch er ist im Meisterschaftsrennen weiter dabei. 4 Punkte nur noch hinterm Beißler. Und der Valvoric auf Platz 8. Mit 6 Punkte, die er aufgeholt hat. Wir schauen uns mal die Meisterschaftswertung an. Ja, und sensationell, das darf ja nicht wahr sein. Der Renault Junior-Pilot Marco Schwarzenbacher führt die Meisterschaft an. Also, turbulenter kann es hier nicht zu Werk gehen. Ein Punkt vom Beißler, 3 vom Weko und 5 vom Kenny. Also, das ist unglaublich. Beißler kriegt jetzt nur noch 56 Kilo, aber auch wieder 10 Kilo Strafgewicht für die Kollision mit Chirac, mit Fuxi und dieses Aufhalten von Weko. Ich meine, das mit dem Airbus, da konnte er nichts dafür. Aber Schwarzenbacher kriegt 57 draufgeladen und Weko 45. Das sind die ersten drei der Meisterschaft. Jake hat abgeladen bekommen, Kenny hat abgeladen bekommen. Unglaublich. Schwarzenbacher führt als Renault Junior jetzt die Meisterschaft an. Also ich sag ja, wir sind jetzt schon spannender als die Formel 1. Das können wir jetzt schon behaupten. Marco Schwarzenbacher, ich werde ja narrisch. Der Junge, der hat es echt drauf, der hat es echt verdient. Und er hat sich jetzt bewiesen. Damit haben wir zum ersten Mal einen Renault-Fahrer in der Tabelle vorne. Wir hatten jetzt schon einen BMW-Fahrer vorne. Wir hatten Honda-Piloten schon vorne. Und wir haben auch schon Opel-Piloten vorne gesehen. Und jetzt, nein, Honda hatte, glaube ich, noch gar keinen Fahrer in der Fahrenwertung vorne. Also, die Honda sind immer in Lauerstellung, aber in der Fahrerwertung sind sie einfach enger dran. Aber Schwarzenbacher hat sich jetzt bewiesen, könnte Carlos Cortez Nachfolger werden. Denn noch hat Cortez die Verhandlungen jetzt. Ich hoffe, das Headset geht noch. Ich habe mir das Headset jetzt vom Kopf geschlagen. Oioioi, ich hoffe, das Headset geht noch und ihr hört mich noch, liebe Zuschauer, denn ich habe mir jetzt gerade volle Kanne das Headset vom Kopf geschlagen. Weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Eieiei, ist jetzt gerade vom Kopf runtergesegelt, das Headset. Aber ich habe es noch gerade gefangen, es ist noch nicht auf den Boden gefallen. Müssen wir mal gucken, ob es noch geht, alles. Ja, ich war stehen geblieben hier bei Schwarzebacher, Weko, Kenny, Gilbert Grün. Ja, ist auch noch dran. Jake Eberhofer, Alex Hupen, jetzt wird durchgereicht. Nur mehr Siebter mit dem Valvoric zusammen. Dann Luger, Legall, Cortez, Bakker, Joker. Ja, ich würde sagen, so langsam schließt sich der Kreis. Und wir können schon langsam eingrenzen, weil Schwarzenbacher ist jetzt auch aus dem Nichts. Der war ja nur 13 oder sowas. Aus dem Nichts jetzt nach vorne geprescht. So geht das in der STM. Hat einer mal ein scheiß Wochenende, kann einer hier mit 1 und 3 brillieren, so wie es der Jake am Hockenheim geschafft hat. So ähnlich hat es der Schwarzenbacher hier gemacht und hat jetzt die Führung übernommen. Aber ich würde sagen, alles eng beisammen. Muss jetzt mal Headset-Test machen, ob man was hört. Ja. Johannes Mehles, Fuxi, Champ, Armani, Bergmann, Demirbas, Hartmann. Ja, der Schweizer bleibt weiterhin punktelos auf dem letzten Platz. Ist schon peinlich. Also Matze wird definitiv wohl Audi verlassen müssen nach der Saison. Gehen wir mal in Sachen Markenwertung weiter. Da denke ich, tut sich nimmer viel. 176 zu 97. Also Renault wird wohl in Richtung Platz 2 schielen. Honda kann theoretisch in Hamburg den Markentitel vorzeitig festmachen. Ich glaube, jetzt ist es noch zu früh. Es könnte ja immer noch fünf Renaults in die Punkte fahren. In Hamburg könnte die Entscheidung in der Herstellerwertung fallen, der STM.
176, ja, also das ist möglich, wenn in Hamburg Honda in beiden Rennen wieder mindestens vier Hondas in die Punkte kommen, dann ist in Hamburg Honda der erste STM-Marken-Champion. Renault kann das noch verhindern, BMW nicht mehr. BMW wird nicht mehr Markenmeister, könnte Renault aber noch abfangen, könnte also noch Zweiter werden, dafür hätte Champ heute gesorgt. Und übrigens zweite Podest, das dritte Podest in Folge von Gerner Champ Racing. Zwei von Mehles im Sachsenring, jetzt eins hier an der Avus. Also ist auch schon nicht schlecht. Opel 60 Punkte. Ja, sollte aber noch ein paar Punkte kommen. Aber ich denke Platz 3, ja, Platz 3 könnte theoretisch aber noch angegriffen werden. Platz 2 ist unrealistisch. Und Audi könnte aber Platz 4 wieder mittlerweile angreifen. Aber alles drüber hinaus ist unrealistisch. Also die erste Entscheidung naht und das ist die Entscheidung der Herstellerwertung, denn die könnte in Hamburg fallen. Honda hat die beste Ausgangslage. Renault kann das noch hinauszögern und die Entscheidung auf Spa vertagen. Das Hamburg-Rennen sehen wir dann nächste Woche und dann in 2 Wochen, in 3 Wochen sehen wir dann das Finale am 28. und 29. diesen Monats im November das Finale in Spa und da kann und ich vermute, da wird die Fahrerentscheidung wird erst in Spa fallen. Also die Rennen hier und die Meisterschaft ist jetzt schon extrem spannend. Das kann man hier jetzt schon behaupten, liebe Zuschauer. Oder würde ich mal sagen, das war's von meiner Seite. Gehen wir aber erst einmal hier weiter. Die nächste Strecke und das ist die fiktive Strecke am Hamburger Hafen, Hamburg Harbour Circuit in Hamburg, Germany. Vorletzte Meisterschaftsstation. Ja, sind ein paar Passagen dabei, die dem Beißler liegen, aber knifflige Kurven. Aber sollte mir zurechtkommen, also besser zurechtkommen als die Avus. Also da gelang gar nichts und dann noch einen schweren Unfall gehabt. Wir hören jetzt übrigens, Michael Beißler ist aus dem Medical Center entlassen worden. Hab gerade die Meldung reinbekommen, Michael Beißler ist aus dem Medical Center entlassen worden. Es geht ihm gut. Und er kann in Hamburg an den Start gehen. Muss ich jetzt die Woche schon, also die PR-Termine für diese Woche in Hamburg absage. Der Beißler. Oder besser gesagt, die PR-Termine für Anfang der Woche. Er wird dann ein, zwei PR-Termine am Freitag machen, im Vorfeld vor dem Rennen. Muss ich jetzt erstmal ausruhen. Hat nichts, also keine Gehirnerschütterung und nichts. Ist einfach nur benommen. Der Schock sitzt tief und die Hand hat auch nichts. Also das sind Schürfwunden gewesen, die wehgetan haben. Also alles gut. Der Unfall sah heftig aus, den er da hatte. Ja, sind dann die Rennen 13 und 14. Und dann sehen wir uns wieder. Das war's von der Übertragung der STM hier aus Berlin. Wir sehen uns nächste Woche in Hamburg wieder. Ich sag schon mal, am Mikrofon war Michael Beißler. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich sag auf Wiederlorge, keep racing und bis zum nächsten Mal dann aus Hamburg.